Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Herzlich willkommen zur Halbfinalprognose zum Spiel Deutschland gegen Frankreich hier bei der EM in Frankreich. Der Gastgeber darf heute gegen die Deutschen ran. Und man weiß ja, was Deutschland mit dem letzten Gastgeber in einem großen Turnier im Halbfinale gemacht hat. Da erinnert man sich sehr wahrscheinlich noch sehr gut dran, denn das war erst vor 2 Jahren gegen Brasilien mit einem 7:1. Deswegen sind wir heute natürlich sehr gespannt auf dieses Match. Die Kader leider so gar nicht aktuell. Da sind ja Leute verletzt, teilweise Leute nicht dabei. Aber jetzt erstmal die Nationalhymnen. Zuerst die von Frankreich. Hoffen wir's. Ja, jetzt kommt sie. Folgt die von Deutschland. Nee, das war die von Deutschland. Jetzt folgt die von Frankreich. So rum. Oh Mann. Deutschland agiert ja in dem Spiel als Heimteam, das hatte ich so gar nicht auf dem Kasten, deswegen bisschen gefällt. Jetzt kommen wir aber erstmal zu den Mannschaftsaufstellungen. Neuer, Ginter, Mustafi, Hummels, Hector, Khedira, Gündogan, Müller, Özil, Reus und Götze vorne drin. Ersetze Reus durch Draxler vielleicht und Khedira und Gündogan durch Schweini und irgendwen. Loris, Sanja, Varane, Koscielny, Evra, Diarra, Pogba, Matuidi, Payet, Giroud und Griezmann für die Franzosen. Weige könnte auch vielleicht spielen. Kroos ist auch natürlich gesetzt eigentlich. Kroos ist der einzige gesetzt im defensiven Mittelfeld, weil Schweini noch wackelt, ob er überhaupt fit ist und Weige ja eigentlich ja bisher noch kein Spiel gemacht hat. Ah ja, Pogba ist jetzt Menu dran, habe ich gerade noch gelesen, vor 5 Minuten, schätzungsweise. Bin mal gespannt, ob Menu dann nochmal zuschlagen kann. Haben ja eigentlich schon gut zugeschlagen mit Ibrahimovic und mit Mkhitaryan. Wenn da Pogba wirklich kommen würde, wird Mkhitaryan da sehr unglücklich, schätze ich. Aber naja, werden wir sehen, ob es wirklich so passiert oder nicht. Jetzt erstmal hier zum Spiel. Özil am Ball. Auf Ginter. Ginter ja auch nicht dabei bei der EM. Aber leider kann ich immer noch nicht die aktuellen Kader machen. Beziehungsweise ich habe auch einfach keine Lust drauf, die zu machen. Weil ich den Mod noch installiert habe und da müsste ich wieder alles neu installieren. Und das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache. Jetzt hier erstmal die Franzosen im Ballbesitz. Hummels ja auch gelb gesperrt in dem Spiel. Also wird man gespannt sein, wer dafür kommt. Wahrscheinlich Mustafi. Und dann Kimmich über rechts weiterhin. Oder vielleicht Hövedes, weiß man nicht. Einer von beiden wird das schon machen. Über rechts. Jetzt hier erstmal die Deutschen mit Özil. Gomez ja leider auch. Gomez ist schon fix raus, dass er gar nicht spielt. Bei Khedira und Schweini weiß man noch nicht. Gomez macht kein Spiel mehr bei der EM, das weiß man schon. Jetzt hier erstmal die Franzosen. Griezmann mit der Flanke, die kommt an. Kopfball. Oh. Der Ball da nochmal in die Mitte gebracht dann. Von Giroud, glaube ich. Und dann auf den Kopf von Matuidi. Ja, so war's. Der köpft den Ball aber übers Tor. Neuer muss da nicht eingreifen. Hat er überhaupt das ein Gegentor kassiert, wenn man mal die Elfmeter gegen Italien absieht? Und selbst das war ein Elfmeter. Das Tor, was er kassiert hat. Auch gegen Italien. Vom Boateng. Verschuldet, der Elfer. Bonucci hat es dann am Ende gemacht. Aber naja, die Deutschen sind weiter, alles gut. Die Franzosen konnten 5:2 gegen Island gewinnen. Auch souverän, würde ich sagen. Aber irgendwer musste ja den isländischen Traum mal beenden. Die können ja kein Weltmeister werden. Also hätten sie schon können, hätten sie 3 Spiele mehr gewonnen. Aber haben sie halt nicht. Von daher können die scheinbar kein Weltmeister werden. Jetzt Müller auf Mustafi. Der auf Hector. Hector ja
der Siegtorschütze für die Deutschen gegen die Italiener. Hat er den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Und Khedira musste ja schon nach wenigen Minuten raus. Ich glaube nicht mal 15 Minuten war er auf dem Feld. Da hat er sich dann verletzt gehabt. Das war nicht so schön. Jetzt aber erstmal Gündogan am Ball. Auf Khedira. Weiter zu Götze. Wieder Khedira. Auf Götze. Khedira. Auf Hector. Weiter zu Gündogan. Wieder Hector. Steck ihn doch jetzt mal durch hier. Ah, da stellt er den Körper gut rein. Hätte man vielleicht auch über den Foul nachdenken können. 23 Minuten jetzt hier gleich gespielt. Immer noch 0-0 zwischen Deutschland und und Frankreich hier im Halbfinale. Da bin ich noch ein bisschen geistig im Viertelfinale. Ist auch schon spät heute, wo ich das hier aufnehme. Wir haben 22:30. Eieiei. Müller jetzt hier. Hat er auch noch nicht gezündet. Hat auch seinen Elfmeter verschossen gegen die Italiener. Da muss noch mehr kommen von Thomas Müller. Scheint irgendwie noch nicht so richtig zu passen bei Müller. Hector jetzt hier. Müller ja noch ohne EM-Tor. Wenn man sich das mal reinzieht, der wird WM-Torschützenkönig und bei der EM macht er kein einziges Tor. Was ist da los? Also das passt ja irgendwie nicht. Aber naja, das ist ja Thomas Müller. Jetzt wieder gute Seitenwechsel, Sanja. Auf Diarra. Weiter zu Evra. Auf Giroud. Der verliert aber den Ball, oder? Nein, er behält ihn noch kurz. Oder auch lang. Passt er weiter. Und jetzt nicht die Deutschen im Ballbesitz. Pogba erobert den Ball dann nämlich direkt zurück. Jetzt aber die Deutschen im Ballbesitz. Mit Hummels. Der mit einem ziemlich kräftigen Pass für Neuer. Ah, ja, ja. Neuer kann ihn aber verarbeiten. Jetzt hier mal raus auf Reus. Der weiter zu Özil. Weiter auf Hector. Zu Gündogan. Und der bekommt den Ball abgenommen vom Pogba, der da klasse Pressing spielt. Payet am Ball. Haut ihn jetzt hier mal auf Griezmann. Aber der verliert das Duell gegen Hector da. Und jetzt die Deutschen wieder mit Thomas Müller. Auf Gündogan wieder Müller. Auf Özil. Mesut Özil. Khedira. Auf Müller. Weiter zu Ginter. Wieder Özil. Raus auf Hector. Hector weiter zu Reus. Wieder Hector. Ah, der Fehlpass. Eieieiei. Das darf nicht passieren, meine Freunde. Jetzt hier Griezmann mit dem Fehlpass. Einwurf für Deutschland. Reus führt ihn da auch schnell aus. Zurück zu Hector. Ist ja auch nicht mehr lang bis zur Halbzeit. 2 Minuten noch etwa plus Nachspielzeit. Jetzt hier Müller. Geht noch was bei den Deutschen. Khedira, wieder Müller. Ah, der wird aufgehalten. Und jetzt die Franzosen wieder. 1 Minute Nachspielzeit. Pogba nochmal auf Diarra, auf Sanja. Und dann ist der Halbzeitpfiff erfolgt. 0-0 zur Halbzeit zwischen Deutschland und Frankreich. Die Mannschaften egalisieren sich hier. Da war noch keine größere Torchance. Der Kopfball da von Matuidi war schon die größte Chance bisher. Also werden wir wahrscheinlich hier auch viel nicht sehen. Und der ging ja übers Tor, relativ deutlich auch drüber. Ich weiß nicht mal, ob wir das noch sehen werden. Aber erstmal sehen wir den Einzug von den beiden Mannschaften. Alle waren bereit, heiß auf das Spiel. Aber so heiß war das Spiel bisher gar nicht. Also das war eher relativ abgeflacht. Hier sehen wir es, das war auch schon die größte Chance hier von Matuidi. Übers Tor drüber. Deswegen sehen wir da auch schon 2-3 Einstellungen.
Hier gab es nochmal einen Foul angeblich, oder? Ne, Ball gespielt. Und ja, 0-0 zwischen Deutschland und Frankreich hier. Und wir sehen, die Deutschen leicht überlegen, mehr Ballbesitz, Passgenauigkeit, beide mit 96%, sehr gut, aber naja, schauen wir mal, was die zweite Hälfte bringt. Erstmal neue Spieler, Toni Kroos für Ilkay Gündogan, neu in der Partie. Jetzt wird es schon ein bisschen realistischer, das Mittelfeld. Muss nur noch Reus ausgewechselt werden, dann könnte es das eventuell sogar sein, wenn Khedira rechtzeitig fit wird. Im Mittelfeld. Abwehr wollen wir gar nicht drüber reden, da spielen ja noch Ginter und auch Hummels. Und Boateng und Hövedes bzw. Kimmich nicht. Jetzt hier erstmal die Franzosen mit Payet, aber der schießt am Tor vorbei. Kein Problem, aber diesmal direkt wieder Zug drin für die Franzosen. Nicht mal 4 Minuten alt, das Spiel direkt. Wieder ein nicer Schuss. Der dann aber leider am Tor vorbeigeht. Jetzt Neuer mit dem weiten Ball nach vorne. Aber auch da keine Gefahr von den Deutschen, die hier ausgeht. Bisher die Franzosen die einzigen beiden Torchancen. Matuidi und jetzt Payet. Aber beide waren auch nicht wirklich effektiv. Also da muss sich noch gebessert werden. Und zwar schleunigst. Jetzt hier Diarra auf Pogba. Weiter zu Sanja. Sanja könnte jetzt flanken. Sanja flankt. Neuer ist zur Stelle. Pflückt den Ball da aus der Luft. Kein Problem für Manuel Neuer. Jetzt wieder weit nach vorne. Da ist dann halt auch keiner, der mal ein Kopfballduell gewinnen kann eigentlich. Zumindest nicht gegen die französische Abwehr hier erstmal. Jetzt hier vielleicht die Franzosen. Schuss! Oh! Jetzt nähern sich die Franzosen langsam an hier. Giroud schießt da knapp am Tor vorbei. Ärgert sich da natürlich. Olivier Giroud. Hat er bereits 2 oder 3 Tore? Ich glaube 2. Oder hat er gestern doppelt getroffen? Ich weiß es nicht. 2 auf jeden Fall, vielleicht sogar 3 oder 4. Man weiß es nicht. Toni Kroos sitzt hier am Ball. Kroos raus auf Ginter. Weiter zu Thomas Müller. Auf Khedira. Dem fällt jetzt aber auch nicht so wirklich was ein, wohin mit dem Ball. Deswegen spielt er jetzt erstmal auf Özil, nachdem der Gegenspieler dann nicht gedeckt war, der Mitspieler. Jetzt hier vielleicht links raus auf Reus. Nein, Kroos verdribbelt den Ball da lieber. Oh Mann. Jetzt die Franzosen wieder mit Varane. Auf Pogba. Wieder Varane. Auf Matuidi. Auf Evra. Wieder Matuidi. Zu Koscielny. Auf Pogba. Griezmann. Matuidi. Auf Evra. Weiter zu Pogba. Aber auch da wieder den Ball erstmal abgefangen. Und jetzt kann es vielleicht mal schnell gehen für die deutsche Nationalmannschaft. Reus. Über links. Reus weiter auf Götze. Götze. Dribbelt sich hier jetzt ein bisschen fest auf Kroos. Kroos auf Reus. Reus mit der Flanke. Kopfballchance. Feuerrückzieher. Oh. Oh. Das war die bisher beste Chance für die deutsche Mannschaft. Aber auch daraus wurde erstmal nichts gemacht. Jetzt kann hier Hummels den Ball erstmal ins Seiten ausklären. Bekommt sogar den Einwurf. Interessanterweise. Und jetzt der nächste Wechsel. Khedira geht raus und Christoph Kramer kommt dafür neu in die Partie. Und auch bei den Franzosen der erste Wechsel. Caballé neu im Spiel für Diarra. Hector jetzt mit dem Einwurf. Auf Reus. Wieder Hector. Özil.
Auf Ginter, der Seitenwechsel erfolgt, aber auch da stehen keine Mitspieler wirklich frei. Müller jetzt mal auf Kramer. Mustafi, das defensive Mittelfeld jetzt ja komplett ausgewechselt. Kroos kam da neu in die Partie. Und auch Kramer kam neu in die Partie. Kroos für Gündogan und Kramer. Jetzt zuletzt haben wir ja noch gesehen. Für, ich weiß gar nicht, wer da vorher gespielt hat. Habe ich schon wieder vergessen. Ah ja, ja. Jetzt hier die Deutschen mal wieder mit Kroos. Özil bekommt da ein bisschen glücklich den Ball. Für Khedira kam er übrigens rein, Kramer. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Eieiei. 10 Minuten noch. Plus Nachspielzeit obendrauf. Und beide Mannschaften machen nicht den Anschein, als würden sie jetzt gleich das Tor schießen. Aber vielleicht jetzt. Payet. Könnte jetzt flanken, wird aber gut abgedrängt von Ginter. Also geht dabei erstmal wieder zurück zu Caballé. Weiter zu Matuidi, auf Payet, zu Evra. Evra will sich da in die Mitte dribbeln, aber da ist Ginter zur Stelle. Jetzt vielleicht die Deutschen mal. Ein schneller Angriff über Özil auf Ginter, aber da, so wird das nichts mit schnell. Hummels jetzt hier auf Kramer, weiter zu Ginter. Jetzt vielleicht Thomas Müller. Aber auch der hat da nicht genug Platz. Und Ginter dribbelt sich hier erstmal ein bisschen durch. Könnte jetzt gleich sogar flanken. Flankt. Flanke abgefälscht. Es gibt Ecke für die deutsche Nationalmannschaft in der 87. Spielminute. Aber erstmal gibt es den nächsten Wechsel hier. Bei den Franzosen. Gignac kommt neu in die Partie für Olivier Giroud. Da darf man gespannt sein, ob Gignac einschlagen wird, ob er vielleicht sogar noch ein Tor machen wird. Ist natürlich ein bisschen ungünstig, jetzt vor einer Ecke zu wechseln. Da ist immer ein bisschen Tohuwabohu im Strafraum im eigenen. Bei den Gegnern wird das gar nichts machen. Da könnte man noch mal kurz 2 Minuten länger warten. Aber hier machen die Deutschen direkt die Ausführung des Eckstoßes. Aber da war der Keeper zur Stelle. Kein Problem. Kann den Ball erstmal klären. Jetzt Einwurf auf Kramer. Der zurück auf Götze. Götze hat sich jetzt hier mal ein bisschen fallen lassen. Bekommt jetzt hier auch den Ball im Halbraum, aber kann damit nichts anfangen. Und die Deutschen jetzt, nachdem der Ball von den Franzosen geklärt wurde, wieder im Ballbesitz. 2 Minuten gibt es noch on top. Geht hier noch was für eine der beiden Mannschaften? Özil kann sich da nicht durchdribbeln. Evra fängt den Ball da ab und es sieht alles nach Verlängerung aus. Meine Damen und Herren, Pogba hier nochmal auf Evra. Ja, wir gehen in die Verlängerung. 0:0 trennen sich Deutschland und Frankreich nach 90 Spielminuten. Also gibt es nochmal mindestens 30 obendrauf, wenn nicht sogar noch ein Elfmeterschießen. Eieiei, schauen wir mal. Momentan sieht es nicht so aus, als würde hier heute überhaupt ein Tor fallen, aber vielleicht kommt er ja doch noch eins durch. Beste Chance der Deutschen war ein Seitfallzieher oder Fallrückzieher, man weiß es nicht. Und ich würde sogar sagen, das war die beste Chance der Franzosen, wobei Payet da auch nochmal eine ganz gute Chance hatte. Das sehen wir vielleicht gleich noch. Das war noch die erste Hälfte, da sehen wir Payet, der da knapp am Tor vorbeischießt, drüber, was weiß ich. Hier sehen wir nochmal Giroud, der hatte auch noch eine gute Chance. Und den Fallrückzieher, Seitverzieher sehen wir gar nicht von den Deutschen. Die beste Chance der Deutschen wird uns einfach nicht gezeigt. Aber naja, so ist es halt. Wir gehen in die Verlängerung, meine Damen und Herren. Und da auch der nächste Wechsel. Martial, neu im Spiel für Payet. Die Deutschen mit dem Anstoß. Der Ball rollt, die Verlängerung läuft. Immer noch 0:0 natürlich. Gab jetzt nicht während der
kurzen Erfrischungspause ein Tor. Also muss es ja noch 0-0 stehen. Jetzt hier vielleicht die Chance, Kopfball! Oh! Götze rechnet da selber nicht mit, dass der den Kopf da dran kriegt. Und ja, bekommt ihn aber da dran. War vielleicht sogar hohes Bein von der Nummer 15, ne? Hat man jetzt nicht so genau sehen können. Ja, das wäre ja eine Story, wenn Götze hier das entscheidende Tor macht und dann auch noch per Kopf. Also, das kann man, ja, meiner Oma erzählen. Die wird das nicht mehr glauben. Eieiei. Und jetzt die Deutschen wieder. Ah, der Ball ist wieder weg. Das war, ging wieder viel zu schnell. Ungenauigkeit im Zuspiel. Dann läuft man sich noch gegenseitig über den Haufen und dann ist der Ball halt mal weg, ne? Die Franzosen jetzt mit Matuidi. Auf Caballé zu Gignac, der weiter auf Pogba. Pogba flankt. Flanke kommt, zweiter Pfosten. Aber auch da ist Ginter zur Stelle, glaube ich. Oder Mustafi, einer von beiden, was? Sieht spontan eher aus wie Ginter. Also sage ich einfach mal, es war Ginter. Kriesmann jetzt hier mit der Ecke. Für die Franzosen. Kurz auf Martial. Der ist noch frisch, der flankt. Die Flanke kommt, Kopfball. Erstmal geklärt, Schuss. Aus der zweiten Reihe, der geht am Tor vorbei. Neuer muss da nicht eingreifen. Alles gut. Martial bringt den Schuss dann nicht im Tor unter. Nee, es war gar nicht Martial. Wer hat denn die Nummer 14? Oh Mann. Ich komme hier jetzt schon durcheinander. Genauso wie Neuer, der nicht weiß, lege ich den Ball jetzt hin oder lege ich ihn nicht hin. So wie es aussah. 100. Spielminute jetzt hier. 0-0 immer noch zwischen Deutschland und Frankreich. Werden wir ins Elfmeterschießen gehen? Götze jetzt hier. Auf Hector. Weiter zu Hummels. Auf Kroos. Toni Kroos. Auf Hector. Wieder Kroos. Auf Özil. Kramer. Wieder Özil. Nein, der bekommt den Ball nicht. Der Ball kann erstmal geklärt werden. Die Nummer 14 ist übrigens Matuidi. Bei den Franzosen. Der hatte die Chance da gerade aus der zweiten Reihe zu schießen. Und die Nummer 15 ist Ginter, der den Ball da vorher zur Ecke geklärt hatte. Jetzt hier die Franzosen. Eine Minute Nachspielzeit ist angezeigt. Und die ist auch eigentlich abgelaufen. Aber der Schiri lässt noch weiterspielen. Nein, lässt er nicht. Hier ist der Halbzeitpfiff in der Verlängerung. Wir gehen in die Halbzeit. Schauen wir mal, was die beiden Mannschaften jetzt noch in den Fitnessreserven so haben. Eigentlich geht es ja jetzt erstmal darum, die ganzen Krämpfe zu behandeln. Und dann hoffen wir natürlich auf eine sehr, sehr spannende zweite Hälfte der Verlängerung. Erstmal der nächste Wechsel. André Schürrle kommt jetzt neu in die Partie für Marco Reus. Und das war dann, glaube ich, auch der letzte Wechsel. André Schürrle soll ja nochmal seine Fitness einbringen. Ist er eigentlich noch fit? Durfte ja auch im letzten Spiel schon nicht ran. Und eigentlich ist er sowas so ein bisschen wie Löws Musterschüler. Ab und zu jedenfalls hat man so das Gefühl. So der Lieblingskandidat, um ihn einzuwechseln. Aber da auf der Position hat man natürlich auch noch einen Podolski dabei. Ja. Jetzt hier wieder von Ginter zur Ecke geklärt. Hier sehen wir es nochmal. Matuidi hat sie da abgezogen. Ginter stellt das Bein dazwischen. Freut sich auch, aber es gibt halt Ecke. Da kann man, hat man nicht viel Grund zur Freude, weil die Ecken sind gefährlich. Griezmann. Wird wieder kurz passen. Auf Martial. Der wird dann wieder flanken, oder? Erstmal noch nicht. Weiter auf Griezmann. Der zu Matuidi. Wieder Griezmann. Die Ecke quasi verschenkt. Evra auf Caballé. Zwar ist man noch im Ballbesitz, aber nicht annähernd so gefährlich wie bei einer Ecke. Sanja jetzt mit der Flanke. Kopfball. Tor. Aber abseits. Das hat man vorher schon gesehen, deswegen habe ich da gar nicht so
bin ich gar nicht aus mir rausgekommen, weil der Linienrichter die Fahne gehoben hatte. Und wir werden es auch hoffentlich nochmal in der Wiederholung sehen. Hier sehen wir es ganz gut. Klares Abseits, klarer geht's fast gar nicht. Kreesmann muss sich da auch nicht aufregen. So ist es nun mal, war Abseits, alles gut. Alles gut. Jetzt hier Kreesmann. Auf Caballé zu Matuidi. Man hat so das Gefühl, die Franzosen wollen mehr die Entscheidung nach 90 Minuten, nach 120 Minuten, während die deutsche Nationalmannschaft das ganz easy locker runterspielen will und ins Elfmeter schießen will. Vielleicht auch, weil man da weiß, man hat das letzte gewonnen, auch wenn das ja mehr als ein Kraftakt war und da wichtige Schützen nicht getroffen haben. Unter anderem Özil, Schweini und Thomas Müller haben nicht getroffen. Die anderen haben alle verwandelt. Aber da will man dann vielleicht wieder ins Elfmeter schießen, um es dann besser zu machen. Und jetzt hat man ja auch vielleicht den einen oder anderen Schützen neu auf der Liste. Eigentlich hat Thomas Müller ja zum Beispiel eine dreimonatige Pause angekündigt, aber vielleicht hat er das auch nur gemacht, um mal zu gucken, ob Loris das glaubt, der französische Nationalkeeper. Eine Minute Nachspielzeit hier jetzt angezeigt. Dann würde es ins Elfmeterschießen gehen, meine Damen und Herren. Und es geht ins Elfmeterschießen. 0:0 trennt sich Deutschland und Frankreich hier im Halbfinale der EM. Ein torloses 0:0. Relativ langweiliges Spiel, würde ich mal sagen, bis hierhin. Aber jetzt kommt das Elfmeterschießen, meine Damen und Herren. Bisher war alles von Taktik geprägt. Jetzt gibt es keine Taktik mehr. Jetzt gibt es einfach rechts, links oder in die Mitte, halb rechts, halb links. Man weiß es nicht, oben, unten oder halt vorbei. Und die Entscheidung müssen jetzt die Spieler treffen und dann auch probieren, den Ball natürlich so zu verwandeln, wie sie ihn verwandeln wollen. Erstmal müssen beide Mannschaften natürlich 5 Spieler finden. Die sind aber jetzt gefunden und jetzt geht's los mit dem Elfmeterschießen. Und Thomas Müller schnappt sich sogar als Erster den Ball, obwohl er 3 Monate Pause angekündigt hat. Aber das war scheinbar nur, um Loris zu verwirren. Müller gegen Loris. Müller! Pfosten! Oh, der trifft wieder nicht. Was ist denn das? Caballé gegen Neuer. Caballé gegen Neuer. Caballé verzögert. Eigentlich bleibt er da stehen. Macht das Tor aber. Und der Schiedsrichter pfeift es nicht ab. Schürrle jetzt gegen Loris. Schürrle. Schürrle gehalten. Gehalten von Hugo Loris. Das gibt es nicht. Gignac gegen Neuer. Gignac. Auch an den Pfosten. Aber der geht ins Tor. Zählt er? Nein, der zählt nicht. Okay. Er zählt nicht. Loris gegen Özil. Özil! Oh, vorbei! Was ist denn mit Özil los? Bisher kein Deutscher getroffen. Pogba gegen Neuer. Pogba gehalten! Neuer hält hier die Deutschen im Spiel. Jetzt muss aber mal endlich einer treffen. Toni Kroos. Toni Kroos! Pfosten. Was ist hier los? 4 verschossene Elfmeter für die Deutschen. Kreesmann hat jetzt den Entscheidenden auf dem Fuß. Kreesmann! Auch vorbei. Was ist denn hier los? Jetzt muss aber ein Deutscher treffen, sonst ist es vorbei. Und es ist Mats Hummels, meine Damen und Herren, der ja eigentlich gelb gesperrt ist, hier sich scheinbar irgendwie reingemogelt hat. Mats Hummels! Hummels! Gehalten! Loris! Hält hier Frankreich ins Finale. Ich hoffe natürlich, es geht anders aus, die FIFA-Prognose. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao.